FSK 93.0, wir haben jetzt eine Live-Schaltung. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Kannst du uns gut verstehen? Ich verstehe euch gut, ja. Warum rufst du an? Ich rufe an, weil ich Anwohnerin bin der Juliusstraße. Wir heute den ganzen Tag schon die Einkesselung der Demonstranten und so weiter verfolgt haben und eben heute Abend Zeuge eines wirklich erschütternden Vorfalls geworden sind. Wenn ich ein bisschen stocke, dann liegt das sicher daran, dass wir geschockt sind. Mhm. Also es sind etwa 30 bis 40 Polizisten hinter, ich glaube, 6, 7 Demonstranten her, wobei Demonstranten möchte ich gar nicht sagen, hinter 5, 6, 7 Leuten her und haben die gejagt, haben die zu Boden gerissen, sind zu mehreren immer auf die einzelnen drauf richtig gesprungen in voller Montur, mhm. haben denen diese Plastikhandschellen angelegt, sie angeleuchtet und überhaupt nicht gemerkt, dass sich einer von denen gar nicht mehr gerührt hat, auf dem hockten die zu dritt oder vielleicht auch zu mehreren drauf. Wir sind drei verschiedene Nachbarn, die Zeugen sind. Und er hat sich überhaupt nicht mehr gerührt. Er hat wirklich nichts mehr von sich gegeben. Dann hat die Nachbarin, eine Nachbarin hat geweint und hat nach dem Krankenwagen gerufen. Dann haben die gesagt, die haben ihn schon gerufen. Das haben wir überprüft, hatten sie wirklich. Und der lag die ganze Zeit da unten. Der hat keinen Mucks mehr gemacht. Die Sanitäter haben ihn dann in stabile, mit dieser Halskrause und so. Ich bin kein Fachmensch. Und sind mit so einer Herzmaschine, mit Herztönen und so weiter gekommen, mit einem zweiten Krankenwagen, haben sich mit so einer Decke und so um den gekümmert. Der hat sich überhaupt nicht mehr bewegt. Dann haben sie ihn, weil sie gemerkt haben, dass wir Anwohner angefangen haben zu schimpfen und gesagt haben, sie sollen sich verschämen, dass das wirklich über alle Maßen nicht verhältnismäßig war, was sie da gemacht haben, dass sie auch die ganze Zeit, oh, ich bin so aufgeregt, auf dem Hocken geblieben sind. Und dann haben sie den Demonstranten, Verletzten in den Krankenwagen und es hat noch über 10 Minuten gedauert, ehe der weg fahren konnte. Da könnt ihr euch vorstellen, dass der nicht leicht verletzt war. Wir werden Anzeige erstatten, weil wir es überhaupt gar nicht fassen können, wie die so mit denen umgehen konnten. Das waren einfach nur junge Menschen. Die waren nicht vermummt, die hatten keine Steine in der Hand oder sonst was, wobei ich das dann auch nicht gut finden würde. Ja, so, das macht unsere Aufregung aus und wir werden mit Sicherheit Anzeige erstatten. Leider kann man die Polizei überhaupt nicht erkennen, weil die haben ja nur Dreiecke und Balken und sowas auf dem Rücken, sodass man jetzt nicht mal sagen kann, welches Einsatzkommando das war. Die Jagdszenen, die wir schon vorher auch beschrieben haben, wovor wir ja auch schon gewarnt haben, dass in St. Pauli, im Schanzenviertel, Polizeitrupps unterwegs sind und Jagd auf alle Menschen machen, derer sie habhaft werden können, ja, wurden hier nochmal bestätigt. Die Hamburger Polizei nimmt Tote in Kauf, zu dritt auf einen Menschen herumzutreten, zu springen. Bewusstlos am Boden liegt. Ja, der bewusstlos am Boden liegt, nicht mehr sich wehren kann, sich nicht mehr bewegen kann. Ja. Das, was wir schon vorher hier schon mal immer wieder gesagt haben als Warnung, auch an alle Menschen, die jetzt draußen noch rumlaufen, egal ob sie bei der Demonstration waren oder nicht, das kann man ja so auch nicht mehr erkennen, da nochmal klar aufzupassen. Ja. Ja, und vielleicht hinterher, ich weiß nicht wie, aber ich möchte gerne wissen, was aus diesem Menschen geworden ist, dass man das irgendwo erfahren kann, weil das hat uns wirklich alle jetzt hier über die Maßen betroffen gemacht. Vielleicht an dieser Stelle und auch vielleicht für die Leute, die sowas hören und ähnliche Sachen beobachtet haben, der Tipp, es macht sehr viel Sinn, diese Sachen detailliert aufzuschreiben, also ein Gedächtnisprotokoll zu machen mit Uhrzeiten und auch sich da zu vernetzen mit Leuten, um die in der Regel ja straffrei bleibenden Polizisten auch zumindest ja juristisch belangen zu können, halt, was aber in der Regel ja äußerst schwer ist. Was uns immerhin gelungen ist, vielleicht als kleiner Lichtblick, es waren dann mehrere Nachbarn an den Fenstern und haben die Polizisten wirklich, also wir haben wirklich gesagt, sie sollen sich schämen und es wäre kurz vor Weihnachten und das wäre nicht nötig gewesen. Die sind abgezogen wie kleine Hunde, die irgendwo hingemacht haben. Ganz still und leise haben sie sich verpisst, muss ich mal echt so sagen. Ja, kleines Erfolgserlebnis am Rand. Okay, wir danken dir. Okay, dann tschüss. Tschüss.